geplante, mit bemalten Holzfacetten geschmückte Decke eines öffentlichen Gebäudes in der Stadt Worms. Es ist allgemein bekannt, dass die Stadt Worms enge Beziehungen zur Geschichte der Nibelungen sowie der Nibelungenlied hat. Mit großer Sorgfalt und Liebe pflegt die Stadt diese Tradition auf verschiedene Art und Weise. Aufgrund der engen Bindung zu den Nibelungen und ihrer Vergangenheit ergibt sich die Verwirklichung einer künstlerischen Attraktion besonderer Art. Deckenmalerei mit Szenen aus dem Nibelungenlied. Das Werk, das hier vorgestellt wird, würde etwa 40 bis 45 Quadratmeter Deckenfläche eines ausgesuchten öffentlichen Gebäudes auf besondere Art liebevoll schmücken. Die bemalte Decke würde aus Holzkassetten bestehen, die jeweils 0,75 x 0,75 Meter groß sind und nach entsprechender Behandlung gegen die Witterung in einer 0,1 Meter starken Rahmenkonstruktion an der Decke befestigt werden würden. Unserer Recherchen zufolge gibt es mehrere geeignete Stellen, wo dieses Vorhaben verwirklicht werden könnte. Wir würden die folgenden Möglichkeiten für die Deckenmalerei vorschlagen. Erstens, der innere Eingangsbereich des Rathauses. Zweitens, der Eingangsbereich zum Haus der Münze. Sowie drittens, den Durchgangsbereich im zweiten Tor des Rathauses. Die etwa 50 Bilder, die Anzahl hängt von der ausgesuchten Stelle bzw. deren Größe ab, erzählen die Geschichte der Nibelungen. Um eine bessere Vorstellung zu ermöglichen, wurden einige Bilder bereits angefertigt. Diese Bilder lassen den für den Künstler charakteristischen Stil erahnen. Andererseits können sie bei der endgültigen Festlegung dieses interessanten Konzeptes behilflich sein. An den vier Ecken der zu schmückenden Fläche würde eine Holzpalette mit für die Stadt Worms typischen Bildern, zum Beispiel die Nibelungenbrücke, der Wormser Dom, Platz einnehmen. Der Künstler heißt Sultan Jö, ein aus Ungarn stammender Altarmaler. Als Referenz kann er bereits ein ähnliches Projekt vorweisen. Eine mit Holzkassetten bemalte Decke an einem öffentlichen Gebäude in Derlischard, in Nordengland, dessen Größe etwa 20 Quadratmeter beträgt. Das Werk wurde im Oktober 2010 feierlich eingeweiht. Die Bilder erzählen die Geschichte, die Feiertage sowie die Tradition der Kleinstadt. Die Homepage von Sultan Jö stellt die bisherigen Werke und Projekte des Künstlers vor. Wir begrüßen Ihre Ideen, Anmerkungen und Ratschläge sehr, mit deren Hilfe eine eventuelle Verwirklichung dieses Projektes möglich wird.